Perfekt. Ich renne da einmal rein. Oh mein Gott! Alle tot! Alle tot! Alter, Bibi ist so overpowered als große Brawlerin. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Yeah, Mann, Alter, was geht ab, dieses Megafon? Ich hab's vermisst, ich glaube, ihr habt's auch vermisst. Auf jeden Fall mal ab in die Kommentare, wenn ihr das Megafon öfter sehen wollt, beziehungsweise lasst einfach mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Megafon öfter sehen wollt, Leute, das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. So, Leute, heute, ihr seht schon im Titel, Bibi, also Mega Bibi versus Noobs, wie auch immer ich das Ganze nenne, Leute. Es ist ja gerade alle gegen allen am Start und ich werde auf meinem Troll-Account mit einer Maxed Out Bibi, also mit Star Power, gegen die ganzen Noobs auf 100 Pokale spielen. Leute, das wird einfach nur mega, mega funny. Ich habe 629 Tickets. Das heißt, wir haben rein theoretisch genug Versuche, bis wir einmal überhaupt die Große sind. Aber Leute, ich kann mir so gut vorstellen, dass es so hart abgeht mit dem Bubblegum, mit der Ulti, generell mit dem Charge-Move, wo die dann alles sozusagen wegfetzen kann, Leute. Ich glaube, das wird einfach eine mega lustige Folge. Deswegen lasst jetzt schon mal alle einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, let's go mit 20 Tickets Einsatz spielen. Übrigens, Leute, habe ich auf meinem Main-Account noch mehr Tickets. Also da... Oh mein Gott, ich bin direkt die Große. Leute, das ist mega, mega geil. Okay, dann chill ich jetzt erstmal. Schaut euch mal das an. Mega Bibi versus kleine Noobs. So, und jetzt bin ich so gespannt. Bin so gespannt. Zack und boom. Boom, weg mit dir. So, und jetzt, wenn ich gecharged bin, bin ich auch viel schneller. Das heißt... Oh mein Gott. Wir machen das mal folgendermaßen. Pam. Pam. Farm und die Ulti. Alter, ist das geil, Leute. Das macht so Bock, Alter. Das hätte ich mir echt nicht gedacht, dass das so krass wird. Farm, farm, farm. Ja, wenn ich treffen würde, wäre es natürlich auch ein Riesenvorteil. Aber das geht schon mal so heftig ab, Leute. Das ist echt crazy. Habe ich da hinten auch gerade wen getötet? Leute, das ist einfach nur geil. Ohne Scheiß. So, let's go. Was macht ihr jetzt? Zack, farm. 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 Okay, aha, aha, aha. Die ist auch weg. Alter, Leute, das ist echt geil mit Bibi, ohne Scheiß. Ich bin gespannt, ob ich da einen guten Rekord aufstellen kann oder eine gute Bestzeit, sag ich mal so. Ach, da ist schon wieder eine Boxerin am Start. Aber bis jetzt, die treffen mich relativ wenig, ne? So, die Boxerin kann ich wieder wegboxen. Das ist halt so geil, man kann das halt so easy predicten. Zack, den Brock kann ich auch wegboxen. Okay, und ich bin wieder gecharged. Let's go, dann hole ich mir die Penny jetzt. Alter, das ist so crazy, Leute. Schaut mal, ich habe noch so viele Leben und es ist erst 1 Minute und 18 vergangen. Also, ich glaube, das werden auf jeden Fall 2 Minuten 30 oder sowas. Das könnte schon gut hinhauen. Und Leute, als ob ich direkt am Anfang die Große bin. Das ist schon heftig, Leute. Alter, die Ulti von Brock ist auf jeden Fall auch gefällt. So, komm, wir machen jetzt, wir verarschen die jetzt mal ein bisschen. Let's go. Pam. Oh. Oh. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Okay, aber manchmal, schau mal, manchmal, dieser Auto-Attack ist halt so wack, dass ich teilweise gar nichts treffe. So, jetzt muss ich da einmal rein razern. Pam, einmal mit Ulti. Pam. Okay, jetzt kassiere ich aber ordentlich. Jetzt kassiere ich wirklich ordentlich. Ha, weggeboxt. Pam, pam. Ja, zack und, okay. 2 Minuten haben wir gleich schon geschafft. Perfekt, Leute. So, jetzt würde ich sagen, baller ich mal gleich meine Ulti hier raus. Zack. Perfekt. Oha. Oha. Alter, der Barley da hinten wurde auch direkt geraggt. Let's go. Die Boxerin kann ich wieder wegboxen. Ich muss wieder chargen. Zack, dann boxe ich den auch weg. Die Boxerin ist tot. Zack, meine Ulti. Alter, Leute, das ist einfach nur geil. Das macht einfach so Bock, mit dieser riesen Bibi zu spielen. Let's go. Okay, so. Wir müssen jetzt echt ein bisschen taktisch besser spielen. So, let's go. Wir boxen jetzt gleich wieder die Boxerin weg, weil die wird immer gefährlich, ne? Die ist immer die, die gefährlich ist. Zack, let's go. Die Ulti ein bisschen reingekackt. Aber naja, was soll man machen? Alter, die treffen mich nicht. Und, pam, weg mit euch. Haha, das ist so geil, Leute. Das ist so geil. Okay, let's go. Die wird wieder weggeboxt. Schau, ich boxe immer die Boxerin weg. Oh mein Gott, schau dich das an. Pam, pam. Alle tot. 2 Leben noch. Aber sonst alle wirklich weg. Pam und weg mit dir. So, bisschen Leben habe ich noch, Leute. Ich schaffe tatsächlich 3 Minuten. Ich schaffe einfach 3 Minuten hier. Das ist schon echt nicht schlecht. Let's go, der Barley wird auch nochmal weggeboxt und das war's. Leute, wir haben 3 Minuten geschafft, das ist eine richtig gute Zeit. Na gut, ich habe halt auch die Star Power, ne? Das ist schon ein riesen Vorteil, sag ich mal, gegen die kleinen Noobs hier. Aber Leute, das war schon mal eine geile Runde. Wir bekommen 10 Megaboxen, würde ich schon sagen. 10 Brawlboxen, beziehungsweise 1040 Marken.
Das war schon mal eine richtig coole Runde. Mal schauen, ob es direkt noch mal klappt, dass ich die Große bin. Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Nee, jetzt haben wir eine Jessie als Riesenbrawler. Aber jetzt werden wir auch gleich sehen, wie die Bibi so als kleine Brawlerin abgeht. Beziehungsweise wie die da so ankommt gegen. Ja, das Geile ist halt, zack, ich kann hier zwei Mauern, wenn es klappen sollte. Ja, genau, in einem aufmachen. Das ist schon mal eine coole Sache. Ah, oh lol, die ist ja eh da. Okay, oh, da kassiere ich aber schon mal fett. Ja, eine Jessie als Riesenbrawler ist halt immer stark, ne? Vor allem, wenn sich dann immer irgend so ein Vollidiot, so wie die hier, die ganze Zeit treffen lassen, kann man halt auch gar nichts tun. Ja, ich bin der nächste Vollidiot, der sich treffen lässt, wow. Zack, wir boxen die jetzt einmal hier rüber. Oh lol, das funktioniert ja überhaupt nicht. Aber die, oh, die Ulti hat hart reingeballert. Alter, wie oft hat die Ulti denn gehittet? Das war schon echt krass, das war echt krass. So, let's go. Pam. Ah doch, es funktioniert eh. Das funktioniert eh. Let's go. Okay, die Ulti ballert da schon wieder ein bisschen rein, aufs Geschütz zumindest. Das ist schon mal in Ordnung. Let's go, wo ist die denn? Hier ist sie. Hier ist sie. Oh, und schnell abhauen. 420 AP habe ich noch. Oh nein, oh nein. Ah! Ulti. Oh ja, die Ulti ballert rein. Die Ulti ballert mies rein. Alter! Oh mein Gott. Okay, und jetzt nochmal so einen Hit. So schräg rüber. Na, das hat nicht geklappt. Wo ist sie denn? Ach, hier in der Ecke. Okay. Das waren 2 Minuten 20. Die hat viel zu lange überlebt. Aber es ist halt einfach eine Jessie. Und der Jessie ist als Riesenbrawler einfach overpowered. Und da kriegen wir jetzt einfach nur 720 Marken. Okay, dann würde ich sagen, die nächste Runde. Let's go. Vielleicht bin ich jetzt wieder die Riesenbibi. Das wäre auf jeden Fall geil, Leute. Weil das gibt. Oh mein Gott, Rico. Und auf. Und. Auf und, oh, okay, das macht das Bike auch ganz gut. Auf, okay, so. Oha, der Rico ballert schon ordentlich hier drauf. Ich mache hier erstmal alles auf, dass wir hier genug Platz haben, um auch auszuweichen. So, pam, pam. Oh mein Gott, er haut direkt die Ulti raus. Alter, er ist auf jeden Fall gierig, so wie es aussieht. Er will die Kills. Zack, let's go, Rico. Das macht so Bock, mit Bibi zu spielen. Auch als kleiner Brawler ist Bibi echt ganz geil. So, pam. Wegboxen. Oh nein, die Ulti. Ich überlebe aber noch. Ich überlebe noch. So, erstmal chillen, Leute. Let's go, Rico. Ich boxe dich direkt wieder hier rüber. Oh mein Gott. Hat gar nichts funktioniert. Die Ulti war auch ein bisschen fail. Aber ich habe wieder überlebt. Das ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Let's go. Oh. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Die machen jetzt echt gut Damage. Vor allem der Dynamite. Der Dynamite ist nicht schlecht. Mir kommt vor, der Dynamite ist so der Einzige, der echt ein bisschen was kann in dem Game. Let's go. Zack. Zack. Zack, das war's komplett. Let's go und Kaugummi. Woo. Oh ja, der hat aber gut gehittet. Der hat sehr gut gehittet und das war's komplett. Aber ich habe meine Ult schon wieder ready. Schon wieder. Ja, der wird halt auch 2 Minuten 15 überleben, schätze ich mal. Ja, das ist halt auch schlecht, ne? Also für uns halt, ne? Also für ihn ist es schon mal ganz in Ordnung, aber für uns ist das auf jeden Fall richtig, richtig mies. Digga, was macht der denn für eine Ulti? Schau mal, was mache ich denn hier eigentlich? Ich brauche Support, schnell, oh. Bubblegum war auf jeden Fall on fleek, hat nochmal ein bisschen Damage gemacht. Ja, der wird gleich down sein, der wird nicht mehr lange überleben. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da unten. In unserer Base, ganz gefährliche Situation und das war's. Pam, und den letzten Hit habe ich sogar gemacht, 2 Minuten 3 Sekunden. Okay, jetzt haben wir hier einen Brock als Riesenbrawler, das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Aber bin ich mal gespannt. So, ich mache hier erstmal alles auf. Okay, da ist auch schon. Oh ja, der wird schon gut attackiert. Da haut jetzt gleich eine Ulti raus. Ja, aber die wird ihm nicht viel bringen. Also die Ulti war ja sowas von RIP von ihm. Let's go. Zack, einfach dranbleiben. Pam. Ja, Mann. Oh, der wird so schnell geraggt, Alter. Die nächste Ulti, zack. Zack. Die nächste Ulti. Alter, ich habe gerade 3 Ultis in a row rausgeworfen. Einfach so auf den Brock und er konnte nichts tun. Perfekt. Das geht schon mal gut los, Leute. So. Ich will da jetzt erstmal keinen Hit raushauen. Zack, der soll da einfach mal durchgehen. Alter, das wird so eine schnelle Runde. Ah, komm her, Brock. Pam, pam, Ulti. Pam, pam, pam. Alter, der ist so schnell down. Was ist das für ein Low? Und der ist in unter einer Minute down. Unter einer Minute. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, Leute. Das gibt einen sehr großen Gewinn, sage ich jetzt mal. Das gibt über 1000. Also 10... hier 10 Brawlboxen. Das ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. So, nächste Runde. 20 Einsatz. Okay, das wird wieder gar nicht gut. Wir haben eine Jessie als Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse Jessie. Okay, jetzt kommt die Profi-Ulti von Pookie. Alter, diese Jessie ist so ekelhaft und nervig. So, let's go. Profi-Ulti. Ja, sag ich ja, Profi-Ulti. Perfekt. Oh mein Gott, Alter. Die wird so lange überleben. So, let's go. Jetzt wirst du mal vermöbelt, Mann. Pam. Pam. Oh. Die Ulti war ein bisschen gefällt. Ah ja, immerhin ein Hit. Immerhin. Ja gut, die wird
wahrscheinlich 2 Minuten 15 überleben maximal. Außer wir bekommen die jetzt ein bisschen schneller. Ich bin eh relativ schnell, aber schau, jetzt ballert die gleich wieder drauf auf uns. Ich schätze mal, die ist rechts. Nee, sie ist links. Ah, schade. Falsch predicted, aber wir haben sie. 2 Minuten 1. So, ich glaube, es ist mal wieder Zeit, dass hier ich als Bibi der Riesenbrawler bin, weil, Leute, Bibi geht einfach ab. Bibi geht einfach ab. Let's go. Ah, Dynamike. Eieieiei. Okay, das sollte aber easy werden. Vor allem ich als Bibi, ich kann sehr gut den Dynamike outmoven, sag ich mal. Zack, zack. Let's go. Zack, und da rechts ist auch schon. Okay, sobald ich meinen Charged Move habe, kann ich da auf jeden Fall gut abgehen. Ja, gegen Dynamike, das wird normalerweise easy. Das wird normalerweise wirklich easy. Schaut euch das mal an, der trifft nichts. Let's go, Ulti. Farm. Okay, der haut jetzt da ab. Oh, er macht gar nicht mal so schlecht. Also, irgendwie meine Mates moven auch so, als wären sie die größten Anfänger. Sind sie wahrscheinlich auch. Wir sind hier auf 100 Pokalen. Aber schaut euch das an, der Dynamike kommt nicht drauf klar. Ich schieße einfach die ganze Zeit, oder ich laufe einfach die ganze Zeit in ihm drin sozusagen, und er rafft es einfach nicht. Oh, die Ulti war von uns zum Glück. Alter, schau euch das an, ich baller die ganze Zeit die Ulti drauf. Der Dynamike rafft nichts. Der rafft gar nichts. Okay, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich, aber nach Ewigkeiten, ne? Ich bin die ganze Zeit einfach in ihm drin gewesen und er hat es nicht geschafft. Das gleiche machen wir einfach nochmal. Der wird es nicht checken. Ich sag's euch. Der wird das nicht checken. Der checkt das einfach nicht. Alter, wie hart haben wir den Hops genommen gerade in Dynamike? Leute, das war anders. Das war echt eine geile Runde. Und es gibt, boah, das gibt gut Marken. Es gibt 1040 Marken wieder. Let's go, jetzt aber Riesenbrawler. Come on. Oh nee, Barley. Okay, da ist auch schon. Let's go. Zack, Charged Move. Oh, da war ich direkt schon mal verkackt. Ja, ich bin gespannt, wie das gegen den läuft. Alter, er haut direkt seine Ulti raus. Er ist richtig auf 180. Merke ich hier schon. So, wo ist er? Da ist er. Da ist er. Der liebe Barley. Pam. Nee, zack, zack. Ja, er kann halt die ganze Zeit in der Ecke chillen an sich und die ganze Zeit nur schießen. Ob das so schlau ist, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt hat er halt gleich seine Ulti wieder. Ja gut, jetzt bin ich halt down, aber Damage hat er trotzdem sehr viel bekommen. Und pam, 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 Ulti, zack. Jetzt haut er seine auch raus. Nee? Ah, lol, er geht die ganze Zeit mit Single Moves auf mich drauf. Der checkt, also keine Ahnung, was seine Mission ist. Der will halt einfach nur mich töten, gefühlt. So, da ist er jetzt wieder in der Ecke. Seine Ulti hat er gerade gezündet. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier ultra fast. Er hat seine Ulti schon wieder. Er hat sie aber schon wieder, das gibt's nicht. Ja. Okay, ich sollte jetzt aber rankommen, Pam. Und jetzt die Ulti von mir. Okay, ja, ein bisschen Damage war wieder drin. Ja, also Barley ist auf jeden Fall auch nicht das größte Problem, sage ich jetzt mal so. Da gibt's schlimmere Gegner, ne? Wie zum Beispiel Jesse. Okay, wir haben ihn. 1 Minute 32, geht klar. Ist in Ordnung. So, ignoriert übrigens meinen Megapickel hier. Das geht auf jeden Fall gar nicht klar. 460 Marken, 920. Perfekt. Das geht auch klar. Sind fast wieder 10 Kisten. Jetzt will ich aber einmal wieder der Mega-Brawler sein oder der Riesen-Brawler, wie auch immer. Jesse schon wieder. Ich könnte kotzen, ey. Oh ja, das war eine sehr gute Ulti. Oh ja, bekommt die nochmal Damage? Nee, schade. Aber ein bisschen Damage hat die auf jeden Fall schon mal gefressen, die Jesse. Let's go, zack, Charged Move und Ulti. Ah, die Ulti hätte ich ein bisschen weiter nach links hauen können. Aber die Jesse kassiert, ne? Die kassiert. Dafür, dass die eigentlich full stark sein sollte gegen uns zu fünft, ne? Kackt die echt ein bisschen rein, kommt mir vor. Let's go, die Ulti ist ready. Jesse, wo bist du? Pam, pam, pam. Let's go. Und, oh ja, sehr saftige Hits, Leute. Das war auf jeden Fall lecker. Ich bin tot, aber ich glaube, wir sollten sie haben. Ja, war jetzt auch nicht die beste Zeit, ne? Aber ist akzeptabel, sage ich mal so. 1 Minute 50. So, jetzt wird es aber echt mal wieder Zeit, dass ich der Riesenbrawler bin, Alter. Wie lang? Jetzt einmal, die erste Runde war ich direkt, aber jetzt schon ewig nicht mehr, ne? Oh, okay, Markenverlauf bleibe ich eh noch ein bisschen. Das sollte klar gehen. Let's go. Jetzt aber. Und der Riesenbrawler schon wieder. Ey, Alter, ist das ekelhaft. So, da links hinten ist die Jessie auch schon. Hier in der Ecke, okay. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier mit der läuft. Ja, Digga, schaut euch das mal an. Das ist nicht lustig. Da kann man nicht wirklich spielen. So, jetzt Tötungsmodus aktiv, Alter. Ja, okay, wir haben sie. Boah, Alter, wenn jetzt noch einmal eine Jessie kommt, dann könnte ich echt kotzen, ne? Das ist so ekelhaft. Natürlich wieder maximaler Einsatz und natürlich bin ich wieder nicht der Riesenbrawler. Wie soll es auch anders sein? Ey, wie konnte ich das denn gerade nicht treffen? Okay, zack, zack und hier rechts drüben. So obvious, es ist ein Poco. Oh mein Gott, nein, das wird mies.
Da hast du durch. Was macht denn der Karl da hinten? Wir sind schon alle hier dran, machen hier ein bisschen Action. Der Karl chillt seine Eier. Der ist AFK, perfekt. Ey, ich könnte echt ausrasten. Leute, schaut euch das mal an. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay, Leute, es gewittert gerade so heftig draußen. Aber das ist trotzdem keine Ausrede dafür, dass die Leute hier so scheiße spielen. Schaut mal, da ist gerade AFK sogar, dieser Poco. Auf Ehrenbasis. Keine Ahnung, was bei dem abgeht. Wir sind einfach nur zu dritt. Zwei von uns sind irgendwie weg. Okay, da kommt der Bull wieder. Oh, lol. Der Rico hat sich doch entschieden, dazu mitzukämpfen. Und jetzt, let's go. Er ist schon wieder AFK. Dieser Rico, Alter, komm. Beweg deinen Arsch, Alter. Okay, Leute, let's go. Jetzt wird's gefightet. Zack. Pam. Pam. Okay, wir sollten nicht alle auf einem Fleck stehen, aber das geht auf jeden Fall noch klar. Das darf ich halt nicht nochmal treffen lassen, sonst bin ich gleich tot. Zack. Oh ja. Schön weggefetzt. Pam. Pam. Okay, der ist tot. Der sollte tot. Ja, der sollte tot sein. Okay. Eine Minute und... Zack, 34. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ist auch nicht so stark, aber Leute, ich will jetzt mal wieder der Riesenbrawler sein. Jetzt mal Real Talk, Alter. Wie lang war ich da denn jetzt schon nicht mehr? Ich meine, 6 Leute spielen da in der Runde. Das heißt, rein theoretisch, jede 6. Runde im Schnitt sollte man der Riesenbrawler sein. Schon wieder nicht, Alter. Das kann nicht sein. Let's go, Brock. Pam, pam, pam. Okay, Brock könnte wieder easy sein. Brock könnte eigentlich echt wieder easy sein. Vor allem wieder bis jetzt Move. Der Move so, als hätte er die totalen Internet-Lags, Alter. Kann man auf jeden Fall mal machen. Digga, was war das denn? Was war das vom Gene hier? Der hätte ihn ja niemals getroffen. So, let's go, zack. Ja, das sollte easy sein, der Brock. Ey, der laggt aber total. Der hat irgendwie ganz komisches Internet. Okay, let's go, Brock. Pam, pam, pam. Und Ulti. Der trifft mich eh nicht mehr. Der checkt gar nichts, ne? Der ist wirklich dumm, dieser Brock. Oh, lol, jetzt hat er mich getroffen. Keine Ahnung wie, aber das wird auf jeden Fall eine easy Runde in unter 1 Minute 30. Und das ist ja schon mal sehr in Ordnung. So, pam, pam und let's go. Ja, ich bin tot, aber das haben wir. 1 Minute 11, sehr gute Runde. Sehr stark, auf jeden Fall sehr, sehr viele Kisten wieder. Leute, diese ganzen Kisten können wir irgendwann mal öffnen, falls demnächst mal ein Update kommt mit dem neuen Brawl oder so. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wir sind jetzt schon auf über 100 Brawlboxen. Bitte... Ja, ich bin der Riesenbrawler. Ich bin der Riesenbrawler. Bibi als Riesenbrawler gegen die ganzen Kleinen jetzt hier. Los geht's. Und ich habe jetzt eine richtig starke Idee. Pam, wir machen hier alles auf. Und ja, das war eine richtig starke Idee. Merkt ihr eh selber, ne? Wie stark die Idee war. Okay, let's go, Pam. Erstmal wegfetzen hier. Okay, ich krieg fast gar keine Hits. Charge moved und Pam, Pam. Let's go, die Ulti hat auch richtig reingeballert. Perfekt. Ich renne da einmal rein. Oh mein Gott. Alle tot! Alle tot! Alter, Bibi ist so overpowered als große Brawlerin. Das ist so stark, Leute. So, jetzt kommt hier straight in die Mitte die Ulti. Mal schauen. Ja, ich habe viele getroffen. Ihr habt eh gesehen, wie sich meine Ulti direkt wieder aufgeladen hat. Pam, tot. Pam, pam, pam. Okay. Sind schon wieder einige tot, Leute. Das wird so eine geile Runde. Das wird so eine lecker Runde. Okay, let's go. Zack, die... Oh, lol. Was macht... Okay, let's go. Charge move. Charged Move, pam, 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 pam. Das macht so Spaß, mit dem Charged Move immer da rein zu ballern. Wenn die alle auf einem Fleck stehen, können halt nichts tun, ne? Zack, wieder durch die Mitte. Ja, schon wieder bin getroffen, perfekt. Das heißt, da wird jetzt auch gleich wer antanzen, ja. Oh, nicht schlecht. Aber schaut mal, wie kurz ich nur gestunt war. Das geht dann auch klar. Let's go. Oh, schon wieder. Komm, dann baller ich dich jetzt mal weg. Okay, 1 Minute 19 haben wir schon. Tryhard Pookie ist hier echt am Start, ne? Müsst ihr euch mal geben. Let's go. So, ich warte jetzt mal, bis wirklich alle hier antanzen. Okay, 4 sollten auch reichen. Oh lol, oh lol. Ja, jetzt racken die mich aber hart, ne? Das hätte ich gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Aber Charged Move ist am Start und Pam, 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 Ulti und nur noch der Frank. Nur noch der Frank. Das war's mit dir, Frank. Alle wieder down. Okay, 2 Minuten haben wir auf jeden Fall schon mal easy. Ja, das Ding ist halt, dadurch, dass es halt hier alles kaputt ist, die wissen halt direkt, wo ich bin. Das ist halt ein riesen Nachteil. Aber, naja. Erstmal wieder weggeboxt, zack, die Ulti. Und, oh, nein! Schade. Pam, und hier, oh lol, der steht jetzt eh schon wieder hier. Okay, Leute, also 2 Minuten 30 sollten wir schon so schaffen. Viel mehr wird nicht möglich sein, aber... Naja, Pam, erstmal wieder wegboxen hier. Charged Move ist schon wieder am Start. Pam, die 3 wegboxen, zack, die Ulti draufballern und... Das war's, das war's. Das ist wahrscheinlich jetzt verloren. Ah, das war's. 2 Minuten 33, aber trotzdem eine sehr, sehr geile Runde, Leute.
Es macht echt Bock, mit Bibi als Riesenbrawler zu spielen, Leute. Müsst ihr echt mal probieren. Ohne Scheiß, das ist einfach nur geil. Okay, Marco von Offler ist leider ausgelaufen. Ausgelaufen wahrscheinlich, oder? Ja, mehr kann ich mir jetzt auch gar nicht holen. Das heißt, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier diese Folge. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir haben sehr, sehr viel hier gemacht. Wir haben echt viele Kisten angespart. Und demnächst, wenn ich wieder mal ein paar Gems hier auflade, können wir auf jeden Fall weitere Tickets verspielen. Und auf meinem Main-Account habe ich fast 700. Und da warte ich, bis eben Robo-Rumble wieder am Start ist. Dann kann ich mir nochmal wieder welche kaufen. Das heißt, ich werde dann so um die 800 Tickets haben. Und die werde ich dann alle in einem Stream verballern. Das heißt, Leute, bleibt auf jeden Fall gespannt. Oder ich bleibe gespannt. Ja, seid gespannt auf diesen Stream, Leute. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dann verpasst ihr diesen Stream auch wahrscheinlich nicht. Und ich lade sowieso um jeden... ich kann kein Deutsch mehr. Jeden Tag um 15.15 Uhr ein neues Video hoch. Deswegen, Leute, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, haut rein und ciao.